Heute ist das Thema Let's Talk. Ziele setzen und Motivation beibehalten. Welche Parallelen gibt es zwischen Sport und CED? Ein THW Kiel Profi-Handballer, Betroffene und ein Arzt diskutieren. Ihr kennt es sicherlich alle. Betroffene von chronischen Erkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa erleben durch ihre Erkrankung immer wieder Höhen und Tiefen. Und was dabei besonders wichtig ist, den Mut nicht zu verlieren und sich immer wieder neue Ziele zu setzen. Das kennen allerdings nicht nur chronisch Erkrankte, sondern ebenso gut Sportler, denn sie müssen sich oft nach langen Verletzungspausen wieder zurück aufs Spielfeld kämpfen. Dazu begrüße ich Christian Dissinger, Profi-Handballer beim THW Kiel und unter anderem Supercup-Sieger 2015, Handball-Europameister 2016 und Olympia-Bronze 2016. Christian, inwieweit hast du immer mal wieder mit Rückschlägen zu kämpfen? Ja, also bei uns im Sport ist das alles, oder man hat eigentlich täglich mit Rückschlägen zu kämpfen. Es gibt immer wieder Probleme, sei es jetzt Niederlagen oder natürlich Verletzungen, und deswegen ist das Teil unseres Alltags. Und ich denke, dass ja, das gehört einfach auch irgendwo zu unserem Sport dazu. Herr Dr. Kronopka, inwieweit kann ein Sport hilfreich im Umgang mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa sein? Also knapp 40, 50% der Patienten beklagen auch in Remission, dass der Schlaf gestört ist. Und da ist Sport mit Sicherheit ein sehr gutes Tool, um das ein bisschen zu optimieren. Auch wissen wir aus großen Studien, dass Sport eine sogenannte antiinflammatorische Komponente hat, also antientzündlich. Das heißt, wir können halt dem Entzündungsprozess bei Morbus Crohn und bei Colitis ulcerosa durch sportliche Aktivität in Schach halten und positiv zu natürlich anderen schulmedizinischen Medikamenten auch positiv beeinflussen. Und als letztes ist es natürlich so, dass Sport durch Ausschüttung von Endorphinen, durch die Bewegung, durch die Verbesserung des Muskel- und Sehnenapparates auch als Schmerzmittel zu werten ist. Und gerade bei Crohn-Patienten, die häufiger über Bauchbeschwerden, Bauchschmerzen klagen, hat Sport da auch einen positiven Einfluss. Wie man an dem Bild sieht, bin auch ich sehr aktiv im Sport. Seit meiner Erkrankung noch tatsächlich mehr als vorher. Ich versuche jeden Tag 30 Minuten, ich nenne es mal, irgendetwas zu tun. Das heißt, es ist nicht nur Handball, es geht darüber hinaus, übers Radeln, sei es der Crosstrainer oder ähnliches. Die Endorphine, die spüre ich. Sport macht glücklich, das ist einfach so. Und tatsächlich, seit ich so aktiv bin und mir dieses Ziel von 30 Minuten gesetzt habe, sind auch die ganzen Randerscheinungen meiner Erkrankung deutlich geringer, als es vorher der Fall war. Ich versuche eigentlich auch fast jeden Tag Sport zu machen, sei es Handball eben, oder ich gehe auch regelmäßig Kraftsport machen im Fitnessstudio, und ich merke total, wie das hilft gegen die Schmerzen. Also ich habe beim Sport eigentlich nie Beschwerden, und selbst wenn ich vorher den ganzen Tag mit Schmerzen zu kämpfen hatte, dann geht es mir danach oder währenddessen schon um einiges besser. Und deswegen, ich kann auf jeden Fall sagen, das hilft sowohl in den guten Phasen, aber auch als in den schlechten Phasen. Das sollte man dann nicht vernachlässigen, sondern gerade dann sollte man den Sport ernst nehmen und ja, dem entgegenwirken, den Schmerzen und dem sich schlecht fühlen. Ist es sinnvoll, während eines aktiven Schubs weniger Sport zu treiben? Es hängt natürlich auf die Massivität des Schubes ab. Also wenn man jetzt eine Colitis ulcerosa hat und man hat massive Blutabgänge, ist man natürlich so beeinträchtigt, dass man dann halt nicht ganz normal weitermachen kann. Dann sollte man natürlich einen Schritt zurücktreten. Wichtig ist, dass man was tut. Also sich dann nur aufs Sofa zu legen und zu hoffen, dass irgendwas greift, ist nicht das Richtige. Und wenn es nur ein langer Spaziergang ist oder ein bisschen auf dem Stepper oder sonstiges, also dass man aktiv und in Bewegung bleibt, ist wichtig, aber natürlich dosierter. Also das muss man ganz klar sagen. Wenn man eine Blutarmut entwickelt durch die Erkrankung oder hohe Entzündungszeichen im Blut hat, kann man natürlich jetzt nicht direkt einen Marathon laufen. Also das ist mit Sicherheit dann kontraproduktiv. Ja, also für mich ist das Thema Work-Life-Balance das A und O. Das bestimmt eigentlich den Verlauf meiner Erkrankung. Ich bin in vielen Bereichen sehr engagiert, sei es der Job, sei es der Sport, sei es die Band. Aber mein Körper hat mir Grenzen aufgezeigt in der Vergangenheit. Daraus habe ich gelernt. Und ich würde behaupten, ich weiß heute besser denn je, wann ich mir Ruhepausen und das tatsächlich dann auch sehr konsequent einbaue, weil ich weiß, was die Konsequenz ist, wenn ich es nicht tue.
Ja, also ich finde es auch einfach immer den Kontakt zu anderen suchen, mit anderen drüber reden, total wichtig. Und ich finde, es ist auch immer eine große Hilfe, sich zu sagen, ich bin nicht die Einzige, die das hat. Und man sucht sich dann vielleicht Vorbilder, wie zum Beispiel für mich meine Mutter, oder im Sportlichen kann man sich Christian, glaube ich, ganz gut als Vorbild nehmen, dass man eben sieht, andere schaffen es auch, aus diesem Loch rauszukommen. Dann kann ich das auch schaffen und eben einfach annehmen, man hat jetzt eine Verletzung, man hat eine Krankheit, aber darin nicht versinken und sich sagen, ach, warum sind es immer ich, sondern einfach sagen, ich schaffe das, ich wurde ausgewählt, weil ich das schaffe dafür, und dann neu angreifen und dann, ja, und dann schafft man das auch. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach nie aufgibt. Ich glaube, ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich hatte Momente, wo ich mich sehr schlecht gefühlt habe. Letzten Endes war einfach der Wille da, um das Bestmögliche daraus zu machen. Und ich wollte einfach 100% geben, wieder zurück auf die Platte zu kommen. Wollte ich einfach mit allen möglichen Mitteln versuchen, anzugehen und erfolgreich zu bestreiten. Und ich glaube, dass einfach dieser Fokus jetzt vielleicht nicht unbedingt verdammt verbissen da irgendwie ranzugehen, sondern einfach mit einem lockeren Gefühl immer sich positiv zu fühlen und immer das Bestmögliche zu machen, dass das einfach sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Ja, also aufgeben ist keine Option. Zurückschauen kann ich auch nicht empfehlen. Schaut nach vorne, Krone richten, es geht weiter, es geht immer weiter. Nach jedem Regen kommt Sonne, wie es immer so philosophisch so schön heißt. Seid positiv, bleibt positiv, umgibt euch mit positiven Menschen, von denen könnt ihr wahnsinnig viel Energie, ich nenne es mal absaugen, abziehen, und dementsprechend kann man auch den nächsten Erfolg dann wieder dementsprechend auch feiern.